Hallo YouTube und willkommen in diesem Video. Heute wollte ich meinen Schreibtisch zeigen und was ich so alles habe, was ich so benötige für meinen Alltag. Und ja, unter anderem ist ein Kugelschreiber und ein Kalender. Der Kalender ist von jetzt, vom 2017 bis 2018. Ab 2018 ist er abgelaufen. Der muss 2018 den nehmen. Also muss ich 2017 nehmen, wo wir 2017 haben. Und hier habe ich einmal einen Kalender. Hier habe ich einen Kalender. Und da hinten habe ich einen Kalender. Ja, voll cool hier. Ja, voll cool. Und hier habe ich noch mein Mäppchen, den habe ich aus Müller gekauft. Die Cloud, wo wollte ich denn sagen? Oh Gott, die Cloud. Nee, oh Gott, will die Cloud. Gekauft. Habe ich auch nur nützliche Sachen drin. Und gerade mein Kugelschreiber. Ja, da kannst du drauf mockeln. Irgendwo, ja, und ein Telefon für Notfälle, der Notfälle, das von Telekom, Dingsbums, und ein, was es bei mir nicht fehlen darf, ist so eine Handcreme, weil ich zurzeit mehr oder weniger trockene Hände habe, keine Ahnung. Und ja, das hat meine Oma geschenkt, weil die das irgendwie nicht mag oder so. So, das ist was. Ja. Und ein Notizbuch. In mein Notizbuch schreibe ich alle Notizen auf. Ja, steht hier auch Notizbuch, habe ich so drauf geschrieben. Ja. Uiuiui, ich habe voll viele Sachen in mein Notizbuch. Hier tue ich auch unter anderem auch, wie heißt das, so Dinger rein, Tassendinger, wie man die auch nennt. Und ja, und an voll cool, voll schön. Den habe ich bei Euroshop gekauft. Und ja, und hier haben wir mal Tempus. Und hier haben wir Tintenpatronen von meinem Füller. Das ist hier der Füller. Den habe ich geschenkt bekommen. Muss den extra kleben, weil der kaputt gegangen ist. Ein kleines bisschen. Hier haben wir, hier bei den Orangsting, habe ich Notizdinger. Kann man abziehen oder nur anders drauf kleben. Cool und drauf mockel. Entschuldigung, das Husten ist ein bisschen Husten. Und ja, hier habe ich so eine Stiftebox. Hier tue ich all meine Stifte und so rein. Deshalb heißt es auch Stiftebox, um die Stifte da rein zu stiften. Und ja, und hier habe ich noch ein Ordner. Eine Präsentationsmappe mit so einer Hülle. Da kommen alle meine Schuhe, so kurz wie meine Schuhsachen rein. Also das gilt nicht, aber auch gell. Und ja, das gilt eigentlich auch nicht. Aber egal. Und ja, und hier habe ich noch meine Bankkarte. Ist eh jetzt ungültig. Geht eh bis heute aus 17. Also für dieses Jahres hier. Und meine Maus, die habe ich auch neu. Und von Darf, das komische Haar-Dingensbums. Ja, mir ist eigentlich ins Duschen gegangen bin oder Baden gegangen bin. Dann nehme ich das. Voll einfach eigentlich. Und meine Tastatur wollte ich eher neu kaufen. Glaub es. Und meine Webcam und meine Bildschirm.
Und hier diese Dinger sind meine Lautsprecher, mehr oder weniger. Und hier habe ich noch eine Pinnwand, wo es wichtige Unterlagen für die Schule oder mehr oder weniger private Sachen hängen. Und ja. Und hier haben wir einmal meine Ordner, die sind alle voll. Und die hier, die gelben hier, die hier sind frei. Und der Ordner nehme ich für die Schule. Ja, und diese Ablage nehme ich als Ablage für Unterlage. Deshalb heißt es auch Ablage. Und ja, und hier habe ich so eine kleine Bibliothek. So Bücher oder ja. Oder ein kleiner Notizblock. Und ja. Voll interessant eigentlich. Ordnung ist das halbe Leben, sagt euch. Wer nicht so einen schön aufgeräumten Schreibtisch hat oder einen Tisch, der hat gelitten. Man muss immer seine Sachen ordentlich haben. Ja, sonst findet man nichts. Ja, und der Ordner hier, wo das beschriftet ist, der Ordner hier, das habe ich nach die Arbeitsblätter, mehr oder weniger, der habe ich nach Alphabet geordnet, von A bis Z, mehr oder weniger. Da habe ich mit den ganzen Ordnern hier gemacht. Und hier. Ach, und hier ist mein Telefon von Telekom, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Ich glaube so. Wenn ich das schon gesagt habe, dann habe ich es Pech gehabt, weil ich es vergessen habe. Und ja. Und was ganz wichtig ist, drei Mülleimer. Eins für Plastik, das schwarze für Altpapier und das für Restmüll. Ja. Und ganz wichtig, ein Drucker. Ein Drucker darf nie in einem Büro fehlen. Ja, so sieht's aus. Naja, außer Geschenkpapier, das wäre wenig nett. Und ja, das war's eigentlich von mir und von meinem Video. Also von diesem Video von, ja. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben machen oder mich abonnieren, dies oder das. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Und hier kommt mein letztes Video. Oder andersrum, keine Ahnung. Und bis zum nächsten Mal in 3, 2, 1, 0.